Mrs. President, thank you very much for joining Athens News Agency, the official agency of Greece. Your party, Die Linke, had great success in local elections in Thuringia. For the first time, I suppose, you will appoint the new prime minister in Thuringia. We are laughing, but Bodo Ramelow is ready for this job? Bin überzeugt, dass er in der Lage ist, diesen Job auszufüllen. Es sind jetzt 25 Jahre nach dem Mauerfall vorbei und ich denke, es ist einfach an der Zeit. Die Linke hat sich insbesondere in ostdeutschen Bundesländern ein sehr gutes Standing erworben. Und Sie müssen ja wissen, dass auf der Landesebene in Deutschland verschiedene Kompetenzen möglich sind. Dazu gehört die Kompetenz über das Bildungswesen, also selbst zu bestimmen, wie das Bildungswesen aussehen soll, die Frage, wie die Kommunen arbeiten sollen und letztendlich bis hin zur Polizeigesetzgebung. Zu all diesen Themen hat die Linke konkrete eigene Konzepte, sind Reformen notwendig und ich glaube, die Menschen erwarten jetzt einfach, dass wir die Verantwortung übernehmen und das machen. Im Übrigen wird es eine, wenn es zustande kommt, eine rot-rote-grüne Koalition sein, damit wir die notwendige Mehrheit zusammenbekommen. I'm asking about your party because you know Germany is the locomotive of Europe. Everybody knows that the Germany has the last word. And in Greece, maybe. Mr. Samaras, our prime minister, met three, four days ago with Chancellor Merkel. What is your feeling, your opinion about the result of the discussion between Greek prime minister Mr. Samaras and German Chancellor Mrs. Merkel? Ich denke, für beide Seiten war das Treffen wichtig. Die Kanzlerin hat es ja immerhin so hoch eingeordnet, dass sie nicht zum Klimagipfel gefahren ist, was in Deutschland schon für Diskussionen auch gesorgt hat. Das Ergebnis dieses Treffens finde ich allerdings ein bisschen sehr merkwürdig. Jeder hat versucht, dem anderen das Gesicht zu lassen. Die Kanzlerin steht im Wort, dass dass kein deutscher Steuerzahler belastet wird, wenn es um Griechenland geht. Wenn jetzt Griechenland sagt, wir wollen niedrigere Zinsen haben und wir wollen eine Streckung der Laufzeiten haben, dann finde ich, sind das berechtigte Forderungen. Aus meiner Sicht hätte sogar gefordert werden müssen, dass es einen Schuldenschnitt gibt. Das wäre die ganz klare Ansage gewesen. Und die Kanzlerin versucht, so üblich wie sie es tut, naja, wir werden sehen und wir müssen sehen, wie wir das machen. Weil sie genau weiß, dass das Ganze eine Lawine auslöst. Also ich denke, Samaras fährt mit einem schwachen Ergebnis nach Hause. Damit kann er nicht viel anfangen. Die Kanzlerin versucht weiter, sich durch die Krise durchzumanövrieren. Beide haben eigentlich politisch versagt. Mrs. President, your feeling is that Germany wants to help Greece to overcome its problem? Ich denke schon. Die Bundesregierung hat von Anfang an gewusst, dass es eigentlich nicht geht, wenn Strafmaßnahmen aufgebürdet werden, wenn eine weitere Privatisierung, Liberalisierung öffentlicher Güter, die Senkung von Löhnen, die Senkung der Renten, die Kürzung des öffentlichen Dienstes stattfindet. Das ist nicht der Ausweg. Es hätte von Anfang an ein Plan entwickelt werden müssen, wie können wir Griechenland und anderen Ländern, die in die Krise gekommen sind, helfen, nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu stabilisieren. Und dabei letztendlich auch eine soziale Stabilisierung zu erreichen. Also wir setzen eher auf Investitionsprogramme, die nachhaltig sind, die auf soziale Aspekte orientieren und natürlich auch darauf, dass auch wieder kleine und mittelständische Unternehmen in Griechenland überhaupt Luft zum Atmen bekommen. Greek people in many times has the opinion that your party, Die Linke, not taking positive attitude to the Bundestag vis-à-vis Greece. Concerning the aid for Greece. Nein. Meine Partei hat ein sehr konkretes, solidarisches Verhältnis zu den Menschen in Griechenland. Eine gegensätzliche Haltung haben wir nicht zu Griechenland eingenommen, sondern wir haben zur Bundesregierung diese gegensätzliche Haltung eingenommen, weil wir meinen, dass die Rezepte, die die Bundesregierung verordnet hat, dass die nicht helfen, dass die kontraproduktiv sind, dass die gegen die Interessen der Menschen gerichtet sind. Und wir müssen da wohl irgendwann mal zur Kenntnis nehmen, dass all die Milliardenhilfen, die generiert worden sind, letztendlich nicht direkt bei den Menschen angekommen sind, sondern in die Banken geflossen sind. Und das ist unsere Kritik gewesen. Dagegen haben wir gestimmt. Wir haben nie
dagegen gestimmt, dass wirkliche Hilfe nach Griechenland kommt und dass wir uns als Bundesrepublik Deutschland solidarisch erweisen. Concerning the problem of Nazi reparations to the Greek people, to the Greece, what is the position of Die Linke? Germany must pay for these reparations. Also zum einen, wir als Linke sind uns der Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber Griechenland sehr, sehr, sehr bewusst und auch der Schuld, die durch die Okkupation durch Nazi-Deutschland ausgelöst worden ist und übernommen worden ist. Wir haben hier bei uns in der Fraktion Manolis Glesos. Er ist ja einer derjenigen, der in Griechenland an erster Linie steht, um zu sagen, die Reparationen von damals, die sind eine Aufgabe, eine moralische Schuld auch für Deutschland. Dem stimme ich voll und ganz zu. Und ich finde es gut, meine Partei wird bei der kommenden Tagung, wird es über diese Frage auch diskutieren. Und ich glaube, wir haben einen Prozess angestoßen, weil es ja nicht nur darauf ankommt, was wir als Partei sagen, sondern wir müssen es in das Bewusstsein der Bevölkerung in Deutschland bekommen, dass wir nach wie vor hier in einer Pflicht stehen gegenüber dem griechischen Volk. Bulgarien und Italien haben ihre Reparationen beziehungsweise sind den Verpflichtungen nachgekommen und wir Deutschen sagen, geht uns nicht an, das kann nicht sein. I'm asking because many people in Greece said we have a very huge debt, public debt. Maybe if Germany pay for this reparation, will be equal. Ja, das mag sein. Das Entscheidende ist aber, dass in der Bundesregierung ein Bewusstsein dafür entsteht und in der deutschen Öffentlichkeit. Die deutsche Öffentlichkeit hat sich nie mit dieser Frage beschäftigt. Es hat nie eine größere Diskussion gegeben. Es wird ganz einfach nicht zur Kenntnis genommen, dass da noch etwas offen ist und dass wir in einer Verantwortung stehen als Bundesrepublik Deutschland. Da tragen wir auch eine Verantwortung als Linke, um darüber aufzuklären und auch zu mobilisieren und zu sagen, so einfach könnt ihr euch das nicht machen. Also wir hätten durchaus auch schon anders helfen können. Ob es zu einer Pari-Pari-Situation kommen würde, möchte ich dahingestellt sein lassen. Aber zumindest wären die Signale doch ganz andere gewesen. Ja? Und es hätte nicht wieder dazu geführt, dass in Griechenland auch das böse Gesicht Deutschlands wieder sichtbar wird. Genau das hätten wir vermeiden müssen und auch vermeiden können. Ich hoffe, dass das Thema der Kriegsreparationen, der Okkupationsreparationen, dass das auf die Tagesordnung kommt und dass ein fairer Weg gefunden wird, um Griechenland wirklich eine Zukunft zu geben und letztendlich auch die Verantwortung gegenüber den Menschen in Griechenland wahrzunehmen. You know, in Greece you have your brother party, Syriza, is the first left-wing party in Europe, which is in front of the government. Many people in Greece said, and of course the Poles, said that Syriza is in front of New Democracy, mm-hmm. and maybe we shall have early elections. What is your hope for Syriza in Greece? Ich hoffe natürlich, dass Syriza diese Verantwortung A übernehmen wird und B Partner findet, mit denen sie gemeinsam diese Verantwortung übernehmen kann. Weil es wird nicht nur Aufgabe einer Partei sein können, Griechenland aus dieser sehr, sehr, sehr schwierigen, komplizierten Situation herauszufinden. Und natürlich braucht jede Regierung die Unterstützung durch die Bevölkerung, wenn es beispielsweise anderen Regierungen oder auch den internationalen Finanzmärkten klar machen will, ihr könnt nicht weiter zu unseren Lasten eure Gewinne sichern. Also insofern wünsche ich meinen griechischen Freunden und Genossen, dass sie wirklich klar auch weiter an Alternativen arbeiten, dass sie ihr Bündnis verbreiten können. Und ich bin da einfach sicher, ich kenne vieles an ihren Angeboten und wie sie die Dinge sehen. Das finde ich einfach toll. Und im Übrigen kann ich nur sagen, wir haben in den letzten 2 Jahren auch viel von Syriza gelernt. Die Europäische Linke, die Deutsche Linke, gerade dieser Ansatz von unten her, aus der Solidarität zwischen den Menschen heraus, auch die Verhältnisse verändern zu wollen, Menschen helfen zu wollen. Das ist für mich der entscheidende Punkt auch für linke Politik. Es muss mit den Menschen gehen, dann kann man es schaffen. Und ich bin sicher, dass genau das Syriza auch machen wird. Mrs. Merkel, Kanzlerin Merkel, I think that is not very sympathetic vis-à-vis Syriza, I suppose. Yeah. Of course, Mr. Tsipras and his colleagues try to convince Europe that his program is pro-Europe, is pro-euro,
and of course is a realistic program. D-Link has the possibility, has the power to convince the German public that Syriza is a good, realistic, a pro-European party. Ja, das ist die Herausforderung, vor der die Deutsche Linke steht. Genau diese Form von Solidarität aus auch zu üben. Also klar zu sagen, wir stehen für ein anderes politisches Projekt in Griechenland. Wir stehen dafür, dass das Syriza in die Situation kommt und dann auch akzeptiert wird als Partner, als legitimer Vertreter des griechischen Volkes und natürlich auch ernst genommen wird. Wir haben es in Deutschland nicht nur damit zu tun, dass Frau Merkel und die Regierung sehr skeptisch, kritisch, ablehnend Syriza oder auch Herrn Tsipras gegenübersteht, sondern wir haben es auch mit den Medien zu tun. Der Mainstream der Medien spiegelt genau dieses Bild wider, versucht Syriza darzustellen als eine europafeindliche Kraft. Wir müssen als Linke in Deutschland versuchen, genau diesen Mainstream zu brechen. Wir haben aber auch nicht so viel Einfluss auf die Medien, dass wir das so ohne weiteres können. Wir müssen intelligenter sein, wir müssen klug sein, wir müssen uns gute Initiativen einfallen lassen, um auch die Stammtischdiskussionen in Deutschland zu verändern. Da gibt es eine ganze Reihe von Initiativen und ich glaube, wir werden da auch weiter dranbleiben. Ich bin da sehr optimistisch. Mr. President, the last question. I know your time is valuable. If Syriza is the winner of election in Greece, become government, do you see the expanding of, you know, of Tsipras' list? We have this phenomenon in Italy, maybe in other European country, also in Germany? Ja, das wäre nicht schlecht, aber ich glaube, man muss bei jedem Land die konkreten Bedingungen auch sehen. Und schauen Sie nach Osteuropa. Ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass wir in osteuropäischen Ländern eine Stärkung linker Bewegungen hätten. Ob aus Parteien oder aus sozialen Bewegungen, aus die verschiedensten Akteure, dass die zusammenkommen und sagen, es gibt Alternativen und wir streiten dafür. Insofern ist es sehr wichtig, nicht nur für Griechenland, welchen Erfolg und welche Unterstützung eine Tsipras-Regierung hätte in der Bevölkerung, sondern es ist auch wichtig, wie kommt das in Italien an? Schauen wir nach Slowenien. Dort gibt es sehr wohl auch eine breite Reaktion. Tsipras hat eine sehr große Aufmerksamkeit erreicht, als er in Slowenien war, während des Europawahlkampfes. Und ich denke, das wird auch in anderen politischen Parteien, Bewegungen sehr, sehr viel Unterstützung und Sympathie vor allem finden. Aber es hängt dann letztendlich von den Leuten vor Ort ab, ob sie daraus etwas machen, ob sie damit umgehen können. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, wenn wir zeigen können, dass das einfach nicht stimmt, wenn immer behauptet wird, es gibt keine Alternative. Wenn wir sagen können, jawohl, es gibt soziale Alternativen für mehr Gerechtigkeit, für mehr Solidarität, dann haben wir eine gute Chance, auch von den Menschen unterstützt zu werden und letztendlich auch die politischen Verhältnisse zu ändern.